Unmittelbar vor Ablauf der Meldefrist bei der EU hat das Bundeskabinett die lange umstrittenen Eckwerte für den Klimaschutz beschlossen. Nach dem Kompromiss im Streit um den Emissionshandel soll der Ausstoß von Kohlendioxid bis 2012 um insgesamt 17 Millionen Tonnen verringert werden. Davon müssen Industrie- und Energiewirtschaft 10 Millionen Tonnen tragen. Der Bundestag muss dem Emissionsrechteplan noch zustimmen.